Wer käme schon auf die Idee, dass dieser Gabelstapler hier und ein Luftkissenboot etwas gemeinsam haben? Gut, zunächst einmal transportieren beide Lasten und dabei bietet das Luftkissenprinzip gegenüber dem Gabelstapler einige Vorteile. Wie eine Plattensammlung hängen sie an der Wand. Luftkissen bringen die Massen zum Schweben. Die Firma Delu in Nürnberg hat mit der Luftgleitkissenfördertechnik den Lastentransport revolutioniert. 2 Tonnen Drehbank, einmal abgestellt, ist kaum noch an einen neuen Standort zu denken. Die einfachste Form der Luftkissengleittechnik kommt jetzt zum Einsatz. Ein Aluträger mit einem zerreißfesten Gummibalk bilden das Tragemodul. Die Gummimischung der Balken konnte Hightech nicht erfahren, doch die Leistungsfähigkeit hat uns beeindruckt. Ein Luftschlauch und etwas mehr als 2 Bar reichen aus und dieses schwere Werkzeug lässt sich spielend manövrieren. Ein kleiner Schubs und die Schwerkraft scheint überlistet. Zum Funktionsprinzip. Die Luft füllt die Balken, bis ein Ausgleich der Kräfte gegeben ist. Das heißt, es muss nur noch die Reibung zwischen Boden und Luftkissen aufgehoben werden. Eine minimale Erhöhung des Luftdrucks und es bildet sich eine wenige Millimeter breite Luftschicht, auf der die Last schwebt. Nun zu den etwas größeren Teilen mit über 40 Tonnen Tragkraft. Hier gewährt ein Kran einen Blick unter das Transportfahrzeug und zeigt die Warenzauberer. Es scheint eigentlich unmöglich, aber diese Kunststoffringe lassen Tonnen in die Luft gehen. Sitze, 5000 Kilometer Reichweite, 40 Millionen Mark teuer. Die A321, das jüngste Kind aus dem Airbus-Programm. Die Null, wie der Prototyp in Hamburg-Finkenwerder sachlich genannt wird, soll Anfang März nächsten Jahres die Montagehalle zum Probeflug verlassen. Zum ersten Mal entsteht in Hamburg vom ersten bis zum letzten Element ein modernes Linienflugzeug. Nicht wie ihre großen und kleinen Brüder in Toulouse in Frankreich wird die A321 komplett an der Elbe in Serie hergestellt. Aufwendige Zulieferflüge entfallen damit und bis zu 40% der Produktionskosten lassen sich einsparen. Die Endmontage der 321 ist das Ticket der deutschen Flugzeugbauer für den Eintritt in den Club der Hersteller von zivilen Großflugzeugen. Die Hamburger Flugzeugbauer können ihren Stolz kaum verhehlen. So sind wir im zivilen Großflugzeugbau mit der A321 Endmontage hier in Hamburg dabei, das nachzuholen, was im militärischen Flugzeugbau nach dem Kriege schon wesentlich früher in Deutschland erreicht wurde, durch die Endmontagen im Transall-Programm, durch die dann später erfolgte Endmontage im Tornado-Programm, nämlich dem Wiedergewinn der vollen Kompetenz zur Herstellung von großen Flugzeugen neuester Technologie. Der ICE. Bisher hieß das Intercity Experimental. Doch nun bedeutet das Intercity Express. Eine andere Weltneuheit ist eine Vorrichtung zum schnellen Tausch eines Wagenradsatzes. Die neue Methode wurde an einem 1:1 Modell erprobt. Rechts eine halbierte Pilzbühne, hier natürlich aus Sperrholz. Der Radsatz aber ist ein Original. Die Radsatzwechseleinrichtung wird eingefahren. Sie bewegt sich auf Luftkissen. Das Gerät schwimmt auf dem Luftkissen zentimetergenau auf seine Position unter der Gleisbrücke.
Es zentriert sich, immer noch auf dem Luftkissen schwimmend, Silber. Der Hubtisch fährt hoch und hebt den Radsatz an, um die Gleisbrücke zu entlasten und freizugeben. Die Gleisbrücken an beiden Seiten herausgefahren und der gelöste Radsatz mit dem Hubwagen nach unten abgesenkt. Dann fährt, oder besser schwebt, die Radsatzwechseleinrichtung mit dem Radsatz heraus. Eine Minutenarbeit. Das Wechseln der 15 Tonnen schweren Drehgestelle erfolgt nach dem gleichen Prinzip, jedoch mit schwererem Gerät. Aber wenn Sie glauben, dass das Ganze auf Rädern funktioniert hat, dann ist das nicht richtig, sondern unsere Band schwebte auf einem Luftkissen, und zwar auf solchen Elementen. Hier, da sehen Sie so einen Plastiksack, und wenn ich mal hier Luft zuleite, Pressluft, dann bläst sich dieser Sack auf. Und wenn ich jetzt mal so ein Element hinlege, dann sehen Sie, wenn Luft durchgeht, dass es sich hebt. Hier unten bildet sich ein Luftfilm aus. Und deshalb kann das Ganze hin und her gleiten. Wir haben unter dem Podest der Band jetzt mal 7 solcher Elemente angebracht. Und wenn wir jetzt mal die Luft da durchführen, die Pressluft, dann hebt sich das. Und ich kann das ganz einfach verschieben. Der Interregio, das neue Kapitel des Bahnfahrens mit nagelneuen Wagen. Nun, die Interregio-Generation ist als D-Zug-Nachfolger ein wesentliches Element der neuen Bahn, modern, kundenfreundlich und in neuem Design. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen in unserem nächsten Bericht. Bis 1993 wird man rund 1000 Wagen in dieser modernen Produktionsstätte umbauen. Eine der vielen technischen Innovationen bei PFA, das neuartige Transportsystem in der großen Produktionshalle. Die Wagen werden nicht auf Schienen, sondern ohne ihren rollenden Untersatz auf Luftkissentransportern durch die Halle bewegt. Mithilfe dieser Technik kann eine einzelne Person die bis zu 45 Tonnen schweren Kästen problemlos manövrieren. So können auch zarte Frauenhände den 45-Tonnen-Koloss per Knopfdruck bewegen. Ein Transportsystem, das größtmögliche Flexibilität bietet und in der Halle gefährliche Arbeitsgruben und Schienenwege überflüssig macht.
Die Zeiten der Fließbandarbeit beim Bau von Schienenfahrzeugen sind in dieser Halle endgültig vorbei. Die U-Bahn-Waggons werden in kleiner Stückzahl von kleinen Teams gefertigt. Möglich wurde die flexible Montage durch das Luftkissenfahrzeug, das die alten Montagegruben abgelöst hat. Das Fahrzeug wird wie ein Modellflugzeug ferngesteuert. Über einen Schlauch werden 6 Bar Druck in den Transporter gepumpt. Das Luftkissen hebt den 40 Tonnen schweren Waggon. Dann schwebt der Transporter mit ihm quer durch die Halle zu der Stelle, wo die weitere Fertigung erfolgt. Die Deutsche Waggonbau AG hat in Görlitz diese neue Montagehalle eingeweiht. In dem 7000 Quadratmeter großen Komplex werden moderne Doppelstockwagen per Luftkissentechnik montiert. Die bislang größte Investition im Werk Görlitz hat einen Gesamtwert von 22 Millionen Mark. Deutsche Waggonbau AG Görlitz. Wie schon in so vielen Produktionsstätten des Schienenfahrzeugbaus ist hier eine Halle entstanden, die mit Hilfe der Luftkissentechnik einen ganz neuen Produktionsablauf ermöglicht. Die Luftkissengleittechnik ist eigentlich der Schlüssel zum Übergang für ein neues Fertigungsprinzip, nämlich der Übergang von der schienengebundenen Fließfertigung in eine fluidtechnikgebundene Standfertigung. Mit dieser Standfertigung sind wir in der Lage, kleinere Serien mit unterschiedlichen Durchlaufzeiten, Schienenfahrzeuge mit unterschiedlichem Ausstattungsgrad sehr flexibel in dieser Halle zu mischen und demzufolge auch künftig am Markt mit kleineren Serien wirtschaftlich bestehen. In der neuen Halle wird zunächst der Innenausbau der Wagen vorgenommen. Später sollen noch weitere Produktionsabschnitte von der neuen Transporttechnik profitieren. Der fast 40 Tonnen schwere Rohbauwaggon erreicht seinen Standort. Arbeitsbühnen werden maßgerecht um den Arbeitsplatz errichtet. Typgerecht wird nun Material für den Innenausbau bereitgestellt. Ist ein Waggon fertig, wird der komplette Arbeitsstand wieder abgebaut und ein neuer Waggon erhält sofort eine eigens eingerichtete Arbeitsstätte. Dies schafft nicht nur höhere Produktivität und das auf geringem Raum, sondern auch die nötige Flexibilität, um am Markt weiterhin zu konkurrieren. Sein von Berlins regierendem Bürgermeister Diepken wurde eines der modernsten europäischen Montagewerke für Schienenfahrzeuge eingeweiht. Der Konzern Attrans investierte dafür rund 50 Millionen Mark. Nach Unternehmensangaben können bei guter Auftragslage 300 Arbeitsplätze entstehen. Hergestellt werden U-, S- und Straßenbahnen, aber auch Zugwaggons und Doppeldeckerbusse. Das Stichwort heißt Flexibilität. Flexibilität einmal im Kopf, um wachsam zu bleiben, um zu registrieren, was sich am Markt abspielt. Und das zweite Stichwort heißt Flexibilität auch in der Technik. Sie sehen hier zu meiner Rechten, im Moment belastet durch die Mitarbeiter als Sitzgelegenheit dieses Luftkissenfahrzeug, ein luftkissenbetriebener Roboter, der die Fahrzeuge hin und her bewegt. Und es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir die Flexibilität in diesem Unternehmen in dieser Form nicht zustande bringen würden, wenn das Ganze auf Berliner Luft basiert. Die Luftkissen, die ein Stück der alten traditionellen Fertigungslinien hier ersetzen, sind dabei genauso wichtig wie moderne Technologie.
In der SGB-Verkehrstechnik in Simmering werden Waggons, die zur Endmontage gebracht werden, ab heute auf Luftkissen bewegt. Auf Schienen werden die frisch lackierten Wagen in die Halle geschoben, mit einem Kran angehoben und dann auf das neue Transportsystem gesenkt. Ein Mann steuert über Funk die zwei Luftkissenpaletten und kann damit die 40 Tonnen schweren Waggons spielend durch die Halle dirigieren. Wie einfach ist es denn jetzt überhaupt, mit diesem Gerät hier dieses Luftkissentransportfahrzeug zu steuern? Das ist eigentlich kinderleicht. Mit diesen zwei Knüppeln und einer Querbewegung bzw. einer Längsbewegung kann man große Reisezugwagen, Gelenkwagen aller Art bewegen. Wie viel Druckluft braucht man denn, um einen 40 Tonnen schweren Waggon überhaupt bewegen und transportieren zu können? Also die Versorgung dieser Luftkissen geschieht mit 6,5 Bar Betriebsdruck. Und an den Luftkissen stehen dann nur mehr 2 Bar an. Also ganz wenig. Das ist, wenn man denkt, dass man in einem Autoreifen 1,8 Bar hat, dann ist das eigentlich verschwindend gering. Des Luftkissensystems sind die einfache und damit preiswerte Bauweise, das präzise Steuern, ein niedriges Gewicht und geringe Instandhaltungskosten, Faktoren, die überzeugen. Die andere Lösung, die es in der Eisenbahn gibt, ist, dass man mit schweren Kranen das tut. Und dafür braucht man sehr schwere Gebäude, schwere Konstruktionen, teure Kranen. Und das ist jetzt alles vorbei.